Hallöchen, ich habe hier ein Sony-Gerät bekommen von dem mein Sofa. Das nennt sich DAT, Digital Audio Tape. Bla bla bla. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, müsst ihr mal bei ihm vorbeigucken. Das hier hat einen mechanischen Defekt. Ich habe das auch schon mal aufgemacht. Fällt mir hier gerade der Deckel ab. Wollte ich euch eigentlich noch nicht zeigen. So, hier ist das Laufwerk und da ist was raus. Wie das rauskommen kann, verstehe ich nicht. Der hat mir das dann mitgeschickt. Das ist die eine kleine Rolle hier. Da steckt auch die Schraube drinne und die ist sogar noch versiegelt. Und komm mal her. Fokussiert jetzt nicht richtig. Und ich hoffe, man kann es sehen. Die ist noch versiegelt. Wie das Teil rausgehen kann, weiß ich nicht. Also ich kann euch das auch schlecht im Rekorder zeigen. Ich hätte es euch ja gerne gezeigt mit der Endoskopkamera, aber die geht ja leider nicht. Ich weiß nur, dass es die eine Rolle ist, die das Band um den Kopf wickelt. Also transportiert. Das ist ja wie ein Videorekorder. Geht ja die eine Rolle geht so hoch und die andere, die jetzt fehlt, ist die, die das Band hier hochschiebt, damit das Band an der Kopftrommel anliegt und an der Kapstan und hast du nicht gesehen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich glaube, ich muss das ganze Ding auseinanderreißen, um da ranzukommen, um das wieder einzusetzen. Wie das da rausfallen kann, verstehe ich nicht. Das kann ja nur Materialermüdung sein. Riemen hat er schon gedruckt. Dazu muss ich sagen, das geht auch ein bisschen besser, mein Sofa. Also das Druckergebnis, wenn ich mir den Riemen hier so angucke, ist nicht schön, aber der muss ja hier auch nicht ganz akkurat sein. Der transportiert ja hier nur Fach auf, Fach zu. Aber es würde besser gehen. Naja, gut. Ich muss wohl das Laufwerk rausnehmen und dann mal gucken. Dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, Hallöchen. Jetzt habe ich das Laufwerk soweit auseinander. Ich habe es auch rausgenommen. Hier ist, wenn er fokussiert, ein Arm, der sich nicht bewegt. Und da hing das ganze Ding dran. Ich kann ihn hier manuell ausfahren. Aber man hat es schon gesehen, glaube ich, hoffe ich, dass das nicht geht, und ich glaube, da ist auch ein Zahn abgebrochen. Ich hoffe, man kann das sehen. Da hinten drinne, da fehlt irgendwie ein Zahn. Versucht da mal drauf zu zeigen. Wenn ich das drauf bekomme, da hinten drinne, da fehlt irgendwie ein Zahn. Versuche das mal so. Fokussiere doch mal. Es tut mir leid, wenn das nicht so richtig fokussiert. Wo habe ich die Taschenlampe? Die ist jetzt wieder weg. So, machen wir mal ein bisschen mehr Licht. So, da hinten. Da kann man das sehen. Ich glaube, da fehlt ein Zahn. Oder ist das so? Oh, ein bisschen mehr leuchten für mich. Nee. Der Zahn fehlt nicht. Der ist. Aber anscheinend ist das Rad hochgehüpft. Das, was da drinnen hängt an dem Hebel. Jetzt muss ich gucken, ob ich da bis in die Mechanik reinkomme. Ich will das natürlich nicht zu weit auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob ich das nachher wieder zusammenkriege. Mein Gott, was denn das? So, ja, ich versuche das mal weiter auseinander zu kriegen. Ach so, hier oben ist noch ein Riemen. Das ist aber ein Zahnriemen. Der ist aber auch recht lose. Ob der so weiter funktioniert, weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren. Gut. Aber da ist schon mal das eine Problem, was
schon mal nicht funktioniert. Muss ich mal gucken. So, nun habe ich das soweit auseinander. Waren bloß 4 Schrauben. Hier sieht man das schon, der Hebel geht da so rum. Hier ist der Hebel, der raus war. Jetzt ist mir da noch ein Teil abgefallen, muss ich mal gucken. Ich glaube, das war so rum. So rum da drinne. Komm mal hier hin, ne? So rum kann der nicht gewesen sein. Da muss doch schon mal einer bei gewesen sein. Da kann ja nur so rum drinne gewesen sein. Dass wenn ich den hier... Ne, so rum auch nicht. Das ist so tief. Weit. Ach Mensch, Leute, das ist blöd mit dem Zeigen hier. Ups, so. Das ist natürlich die Frage, wie rum das da rein muss. Werde ich mal weiter rumfummeln, vielleicht kriege ich es ja noch hin, aber das ist ja jetzt echt eigenartig. Das steht zu hoch momentan. Ja, so bewegt er sich jetzt nicht. Also den will ich nicht rausschrauben. Das ist der Kapstan-Motor. Der muss ja perfekt sein. Und mal gucken, wie ich das hinkriege. Also das Ding habe ich wieder reingefummelt gekriegt. Ich wollte dann auch die Rolle reinsetzen. Allerdings hielt das nicht. Das ging nicht. Weil dieses kleine Plastikteil... Ich hoffe, ich kriege das fokussiert. Fokussier mal. Macht ja nicht. Eigentlich hattest du das mal gekonnt. Naja, mehr schlecht als recht. Aber dieses Teil, da ist was gebrochen. Und zwar beim Schraubenloch. Fokussiere das doch mal so, dass man das auch sehen kann. Ich weiß, du kannst das. Ich weiß nicht, ob man das nachher sehen kann, aber sie fokussiert nicht. Und zwar hier bei diesem Teil. So, da. Das ist leider gebrochen. Oh, Kamera. Wartet mal, ich versuche mal was. Ich glaube, jetzt kann man es erkennen, oder? Das ist hier so ein Teleadapter. Da an diesem kleinen Teil. Der Teleadapter ist jetzt nur leider nicht für die Kamera. Mal gucken, ob ich das so gehalten kriege. Mir noch mal das Teil. Ist jetzt natürlich blöd mit weiß auf hellen Hintergrund, aber das Teil, das ist da gebrochen bei dem Loch, ist richtig rausgebrochen und die Schraube hält da nicht drin. Ich hoffe, man kriegt das. Ich kriege das nachher hier drauf. Also noch sieht es gut aus. Geht es noch ein Stück? Nee, das geht nicht mehr. Aber so muss das gehen. In der Kamera kommen. Da so ist es nachher gebrochen. Da so der Rand. Da habe ich schon überlegt. 02er Düse habe ich am 3D-Drucker. Ob ich das vielleicht nachgedruckt kriege, aber das ist ein ganz schöner Aufwand, dieses Teil nachzukonstruieren. Und ob die Düse das hinkriegt, weiß ich nicht. Vielleicht das Loch mit einem Bohrer könnte ich noch machen. Ein 1 mm Bohrer habe ich.
ist natürlich jetzt blöd. Das ist scheiße, dass das rausgebrochen ist. Das habe ich mir aber schon gedacht, weil die Schraube da dran ist ja noch mit Lack. Die wurde definitiv nicht rausgeschraubt. Die ist richtig rausgebrochen. So. Ja, was machen wir da? Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich da was als Lösung gefunden habe. Ein Epoxidharzkleber oder sowas habe ich leider nicht, um das vielleicht zuzukleben und neu dünne aufzubohren, um dann Gewinde, dass die Schraube da wieder in Gewinde reindreht oder sowas, habe ich leider alles nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Okay. So, dann bin ich wieder da. Nun habe ich das Teil auch wieder drinne. Das funktioniert auch. Allerdings habe ich gerade gemerkt, weil mir das Rad hier weggeflogen ist, da ist noch ein kleines Plastikteil oben drauf. Das fehlt hier. Ich weiß nicht, ob das der mein Sofa irgendwo gefunden hat noch und ich wusste wohin damit. Ich werde mal versuchen, dieses kleine Teil zu konstruieren und auszudrucken mit einem 3D-Drucker. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass das Ding hier nicht runterfällt, also rausrutschen kann. Ich gucke gleich nochmal in das Getriebe rein, was ich abgenommen habe, ob ich das da vielleicht finde. Vielleicht steckt das da ja. Aber soweit habe ich das wieder. Das ist rausgebrochen. Ich habe das jetzt mit Sekundenkleber versucht. Ich glaube nicht, dass das halten wird. Aber ich versuche es. Ich gucke mal, ob ich vielleicht zwei Komponentenkleber noch kriege irgendwann. Oder ich verlinke mal eins in der Dings da unten rein, in die Box oder auf die Amazon-Liste. Vielleicht kann mir das ja dann einer zusammen mit der Kamera für den Raspberry Pi, die mit der großen Linse, vielleicht ja mitbestellen. Ich würde es erst nächsten Monat oder übernächsten Monat schaffen, das zu bestellen. Im Moment habe ich ein bisschen viel zurückzubezahlen. Da ist dann für solche Basteleien nicht genug Geld da. Ja. Wir gucken nachher mal, wie weit ich dann bin. Bis nachher. So. Da müsste man das jetzt sehen können. Ich hoffe, man kann es sehen. Ist nicht hübsch, aber funktional. Es funktioniert. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich gedacht habe, aber es hält das Ding ins Fest. So, da drüben muss ich mal gucken. Da mache ich, glaube ich, auch ein neues drauf. Ich habe gleich mehr gedruckt. Und dann werden wir das wieder zusammenbauen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder zusammen. Und dann versuche ich mal noch ein Band zu reparieren. Ich habe da noch ein Band, das ist gerissen. Das habe ich mitgeschickt gekriegt. Hier, Moment, machen wir das? Da. Da steht gerissen. Muss ich mal gucken, ob ich die Kassette hier auseinander kriege. Das Band wieder eingefädelt kriege und dann gucke ich mal. Da bin ich wieder. Ich habe das Ding jetzt wieder zusammen. Auch da reingesteckt und alles. Die Datasette habe ich noch nicht so weit fertig. Die ist noch, da ist noch kein Band reingefädelt. Aber das macht ja nichts. Soweit macht er das. Er schiebt die Dinger vor. Da sollte eigentlich das Band dran sein. Und jetzt gucke ich mal wegen der Dings hier, wie ich die auseinander kriege, um da das Band, was da drin ist, das Band wieder auf die Spule zu kriegen, dass ich das mal probieren kann. Also sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn ich das Ding mal auseinander habe. So, nun habe ich schon mal das Band auf. Ich habe schon was vorbereitet. Da ist noch so eine Folie drüber. Die kann man jetzt, glaube ich, kaum sehen. Dann das Teil ist da noch drüber, mit der Feder eingehakt. Das ist der Deckel mit dem Kopierschutznibbel. Und jetzt werde ich das versuchen, das Band da wieder in diese Halterung da reinzukriegen. Ich hoffe, das klappt. Müsste gehen. Ich hoffe, das macht jetzt nichts, dass da was Durchsichtiges dran ist. Nur muss ich mal gucken. So, nun haben wir das hier wieder zusammen. Ich hoffe, das hält. Beim ersten Mal hat es nicht gehalten. Irgendwie ist das Band sehr dünn. Aber ich hoffe, es geht. Ich würde das mal hier so ein wenig
hier drauf spulen, dass auch ein bisschen Band da ist, dass er da nicht gleich festhängt. Baue ich dann zusammen und dann versuchen wir das mal im Rekorder, ob das wieder was kaputt macht oder ob das Band gefressen wird. Vorher mache ich noch einmal mit Alkohol den Rekorder soweit sauber. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. So, jetzt kommt der spannende Moment. Hier ist das Band, das war ja gerissen. Das habe ich ja wieder zusammen gemacht. Stecke ich das da hinein. Los. Er hat es reingezogen. So, kann ich jetzt Play drücken. Er macht Play. Und er sollte jetzt Play, aber vorne im Display passiert nichts. So. Und er hat nicht zurückgespult. Nicht richtig. Mache ich das gleich mal aus und jetzt pulle ich mal das Band daraus. Weil eigentlich hätte er zurückspulen müssen. Warum hat er nicht zurückgespult? Das ist jetzt sehr eigenartig. Ich gucke mir das gleich mal an. So, also, ich habe das Ding jetzt soweit. Da war das eine Rad für den Zahnriemen war nicht so richtig. Deswegen hat er das nicht so richtig gemacht, wie er das sollte. Jetzt zieht er das Band hinein. Ich glaube, hier kann man das sehen. Jetzt Play drücken. Fängt er an, aber er ist nichts aufgenommen. Mein Stopp, wenn ich jetzt Vorwärtsspulen tue. So, dann kann ich euch das hier auch mal zeigen. Da laufen die Meter. Da macht er so zuckend. Da macht er gar nichts. Macht er auch nichts. Und dann macht er die Meter. So. Mal wieder Stopp und wieder zurück. Und ich will gleich mal was aufnehmen und versuchen wieder abzuspielen. Also aufnehmen können wir hier gleich selber noch. Und mal schneller hier. Es ist jetzt ein bisschen vom Licht her ist es doof. Da ist wohl immer der Zahnriemen runter gesprungen, als ich das probiert habe. Dann habe ich ein paar Mal das Band gefressen. So, jetzt gehe ich mal auf Aufnahme. Dann sagt er hier schon Blink. Beat. Blink. Dreht auch hier irgendwie. Steht immer noch Wait. Immer noch Blink. Aber er dreht. Da war der Auspuff. So. Sagt hier Wait. Ich weiß nicht, was er jetzt hier gerade tut. Ich wollte eigentlich aufnehmen. Oh, stopp. Sollte ich eigentlich zurückspulen? Wieso spulst du jetzt nicht zurück? Spul vorwärts.
tust du jetzt nicht zurück. Machen wir klack, klack. Ich spule nochmal vorwärts. So, nimm mal einmal das Band raus. Wieder rein. Dritter kurz und jetzt spul zurück. Wieso machst du es nicht? Ich will mal was aufnehmen hier. Ich habe die Zeit hier, einen Meter, minus 20. So, dann ist over. Ich habe schon eine Signalquelle drin. So, nochmal. So, jetzt aufnehmen. ID bereit. Ah ja. Guck mal, wie langsam das Ding dreht. Kein Wunder, also ich habe glaube ich ausgemessen, da gehen wohl 4,5 Stunden drauf auf das Band. So hat er mir das zumindest angezeigt. Oder Minuten, Sekunden, 20 Minuten ist er. Und läuft rückwärts. Kann ich da noch andere? Nee. So eine Minute aufgenommen. Dann mache ich jetzt mal Pause. Und noch weiter. ID bereit. Mach dann auch. Wollen wir mal gucken, ob er da auch mehrere Dinger draus macht. Nochmal. Wieder ID. Bis jetzt geht's noch. So, und gleich mache ich mal Stopp und versuche das mal wieder zu gehen. Also Wiedergabe werden wir nicht hören. Aber ich werde es ja sehen, ob er es aufgenommen hat. Die Aussteuerungsanzeige da unten. So. Okay. Er macht jetzt ein Plea. Kommt nix. Ein bisschen schnell vorspulen. Da ist was. Da! Da fängt was an. Ja, machen wir schnell Vorlauf hier. Zeigt er natürlich die Zeit nicht an. Hm.
ist das jetzt zurückgespult oder nicht? Guck mal, das nächste Titel. Da müsste der nächste sein. Mal auf der nächste. Ach, da geht die Zeit. Okay, hat er nicht. Gut, aber er macht es. Ja. Also nur noch zusammenschrauben und dann habe ich einen DAT-Recorder wieder fertig. Scheint wohl so hinzuhauen. So, Band ist da auch ordentlich drin, hoffe ich doch. Gucken wir mal. Einmal da die Sicherung auf. Die Sicherung, Band ist ordentlich drin. Gut. Dann ist das wieder soweit fertig. Mit über 30 Grad hier. Nein, nicht über 30, aber über 24, 25 Grad hier noch bitte. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.